Felix Hoffmann führt aber noch. Es ist ja Irrsinn. Felix Hoffmann führt vor Benny Jakobsen, Heckli und Rock Master, Konstantin Schmid auf der 4. Jetzt aber Giovanni Presadola, der Italiener. Und jetzt schickt seinen Kopf wieder zwischen rein, aber auf dieser Schanze passt es. Auf dieser Schanze funktioniert es. Hey, bleib stehen, Sportskamerad. Er hat einer noch umgekugelt. Hat ja auch eine Pause eingelegt, hat auf Lachti verzichtet. Ging ja nicht mehr so nach der Weltmeisterschaft. Aber auf dieser Schanze ist es perfekt. Rausspringen, dann schön rund machen und hier hat man genügend Höhe. Das hat ja in Vikersund nicht so geklappt, aber hier in Planica ist das eine gute Technik, eine gute Idee. Wenn man es so beherrscht, wie Presado. Ja, aber halt, der Weltcup besteht halt nicht nur aus der Schanze in Planica, ne? Nein. Das war das Problem von Giovanni Presadola, der gut angefangen hat auch. Es fehlt nicht viel, es sind 1,6 jetzt auf Felix Hoffmann, der, den wir gerade gesehen haben, in der Leaderbox sitzt.